Damit begrüße ich euch recht herzlich zurück in der Welt von Subnautica. Wir sind jetzt hier in unserem neuen Schiff, dem Zyklop. Da können wir anscheinend die Seemotte oder so, vielleicht sogar den Prawn-Anzug reinpressen. Das ist der Maschinenraum. Wunderbar. Wo geht's dahin? Sehr laut. Lockt, alles klar. Ah, das ist das hier zum Durchwuseln. Dann sollten wir das vielleicht zumachen. Ah, da sind auch schon Schränke eingebaut. Wunderbar. Gut. Witzig. So, da könnten wir dann die Fahrer. Machen wir das gleich. Was haben wir immer gehabt? Grün und rot. Also, dann. Okay. Dann wollen wir mal eine kleine Spritztour machen. Dann wollen wir da nämlich dann gleich den. Was nehmen wir denn mit? Den Prawn-Anzug? Weiß ich noch nicht. Schauen wir uns an. Sollten wir zuerst die Seemotte. Nehmen wir mal die Seemotte mit. Denn ich habe einen kleinen Ausflug vor. Welcome aboard, Captain. Ja, welcome aboard, Captain. Seemotte, komm mal mit. Welcome aboard, Captain. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Da. Er krabbelt sich Gott sei Dank selber. Das ist schon mal schön. Und ich bin drin. Das gefällt. So, die Maschine. Die machen wir immer zu, falls wir einen Unfall bauen, dass da nicht das Ding absäuft. Und dann würde ich sagen, geht da jetzt gerade die Sonne unter. Naja, das stellen wir doch nochmal aus. Ich hoffe, ich setze das jetzt nicht ins Sand. Huhu, so viel Luft, muss ich aufpassen. Da ist nach unten viel mehr als gedacht. Okay. Und zwar möchte ich gern mal da hinten in das Gebiet. Da sind nämlich Tiefen, da erreiche ich irgendwie gar nichts. Ist mein Inventar leer? Ich soll es vielleicht leer machen vorher. Das mache ich aber im Schiff. Ja, denn da haben wir ja jetzt Platz drin. Hui! Das war Maßarbeit. Bist du. Viel Luft war da echt nicht mehr. So. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das überhaupt mit meinem Schweißgerät machen kann. Also das reparieren. Dann würde ich sagen, hauen wir da mal Zeug rein. Wunderbar. Und die Sonne geht unter. Und will ich das. Ach Gott. Gehen wir schnell eine Runde schlafen. Muss ich mal schauen, ob ich da drin vielleicht ein Bett aufbauen kann. Witzig wär's ja. Und dann trinken wir mal schnell Pipi-Wasser. So, komm. Das ist jetzt alles unkoordiniert ein bisschen. Ja. Muss auch ein bisschen hoppla hopp gehen. Lass mich raus. Wir haben keine Zeit. Sehr schön oben. Das liebe ich. Welcome aboard. Welcome aboard. All systems online. Ja. Ruhig dich. So, es geht nämlich darum, ich will irgendwas finden. Sehr gut finde ich, dass der Näherungssensor gut funktionieren zu scheint. Ja, das haben wir da. Ja, sehr gut. Das ist natürlich schön. Da kann ich fahren und schauen gleichzeitig. Das gefällt mir. Auch die Kamerawinkel.
war das jetzt nochmal mit Abtauchen? Das ist natürlich, obwohl ich will dich nicht hin. Achso, okay. Da will ich nämlich hin. Ah, okay, verstehe. Ich kann es euch nicht versprechen. Achso, die spielen ja gerade mit Müll. Alles klar, ich kann es euch nämlich nicht versprechen, dass ich hier wirklich was finde. Aber dass ihr mal seht, wie mühsam das ist. Ich glaube, ihr müsstet da mal auch so einen Nahraum bauen. So, tut mir leid, da bin ich wieder. Es ist heute wirklich mühsam, eine Aufnahme hinzubekommen, da viele Leute hier vorbeischauen. Oder dies ist, oder jenes ist. Und ja. Ich renoviere nämlich gerade ein bisschen das Haus und das war jetzt dann der Typ für die Fenster, der das ausmessen gekommen ist. Was soll man sagen? Oh! Das Basic aus da drüben. Ich glaube, dieses Wrack suche ich. Aber was das ist, das sieht ja richtig genial aus. Sehr gut. Ja. Die Seemotte, das gefällt mir. Wir sind nämlich noch in der richtigen Tiefe. Ich erfreue mich jetzt hier dieser schöne. Habe ich die schon gescannt eigentlich? Nein. Mittlerer Kusch. Kusch, Kosch, Kösch, Kusch, keine Ahnung. Zack. Wow. Da mal einen Eingang in diesem pipifeinen Wrack. Sofern es denn einen Eingang gibt. Ist das der Eingang? Nee. Wie kommt man denn da rein? Hallo, ich möchte in dich hinein. Sollen.
ganzen Topf. Ist das nicht schön hier am Pflanzen Topf? Na Gott. Ja. Da brauche ich auf jeden Fall. Da brauche ich auf jeden Fall. Wo ist denn mein Ding jetzt bei uns? Meine illegale Lichtquelle. Wieso haust denn du mich da drüben raus? Bist du doof im Hirn? Gott, da muss ich mich schon wieder aufregen. Da muss ich nicht. Zweite Flasche holen. Ich habe immer diese Beschiss. Ich muss mir da angewöhnen, den Scheiß immer dabei zu haben. Oh oh. Ich sterbe. Ja, ich weiß. Mein Oxygen. So, da ich mit der Seemotte schneller bin, hole ich jetzt mal kurz mein Tauchgerät. Das habe ich aber in B1, soweit ich weiß. Dann fliegen wir hier mal durch die neue Gefilde. Das sollte ich mitnehmen. Aber ich nehme so viel von. Sehr schön, dann wird das eine kleine Farmrunde. Wird das eine kleine Farmrunde? Also ist doch nicht ganz umsonst, dass ich da jetzt zur Basis schwimme. Ich kriege Lithium. Ja, lasst mein Schiff in Ruhe. Ab in die Heimat. So, das werde ich jetzt unkommentiert in vierfacher Geschwindigkeit ablaufen lassen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, außer ich entdecke irgendwas Geiles. Oh, oh, oh. Das hat sich gerade erübrigt. Ich glaube, die kenne ich noch gar nicht. Kann das sein? Nein, kenne ich nicht. Sonst nix. Ne. Gott. Und dann schwimmen wir weiter gen Basis. Welcome aboard, Captain. Und da sind wir in der Basis. Die Flasche ist hier. Wunderbar. Nehme ich aber, glaube ich, auch mal Tista hier mit. Ne, brauche ich nicht, ich habe eine. Du bleibst hier. So schaut's aus. Sonst noch irgendwas, was ich mitnehmen könnte? Will ich den mitnehmen? Nee. Ich habe jetzt deutlich mehr Luft. Und dann begebe ich mich wieder zurück. Und da sind wir wieder. So, jetzt probieren wir wieder unser Glück. Auf ein neues. Wir haben 30 Luft mehr. Komm, mach mich nicht kaputt. So, als allererstes sollte ich mir das auf 3 legen. Und dann probieren wir mal. Na, geh rein.
So, das wird spannend. Das wird spannend, ob ich das schaffe. Was war das denn? Elektrischer Schlag. Welcome aboard, Captain. Der schwimmt wirklich sehr langsam. Sehr langsam. Was haben wir denn da? Nichts, schade. Alles kaputt. Wasser aufbereitet. Okay. Das ist ein Mysterium. Na gut, aber dann gehen wir da wieder rein. Da geht's nirgendwo hin. So, bitte lass mich da mal irgendwo hinkommen. Und nur wegen dem kleinen Scheiß da jetzt da rein. Kann es doch nicht sein, Fluglicht haben wir schon. Kann ich reparieren. Wow. Das war jetzt richtig knapp. Mal schauen, ob wir vielleicht noch irgendwo anders hinkommen. Wir haben jetzt einen Alien-Aufbewahrungsbehälter. Das ist ja schön. Caution. Mild dehydration detected. Immediate take recommended. Vital signs stabilizing. Da ist das Loch drin. Muss ich das sicher noch irgendwo ausgeben. Naja, auf jeden Fall. Haben wir mal da was Schönes gefunden, was auch immer das ist, wir testen es mal. Auf jeden Fall nichts zum Scannen. Und in der näheren Umgebung.
Genau, Scheiße, das ist gerade dieses. Ist mir jetzt wurscht. Ich will da einfach nur einen zweiten Eingang finden. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Da liegt was. Lichtstabfragment. Okay, ist das schön. Das, ich hab den Schatten gesehen. Da oben ist er. Mysteriös, da ist aber noch ein Stuhl, kann man den vielleicht scannen. Fable für Stühle. Alle drei scannen. Ja, tut mir leid, das ist dann halt eine etwas komische Folge. Eigentlich wollte ich da was anderes finden, aber ihr wisst ja, wie das ist. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Tipps und Tricks gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mehr sehen wollt, einfach subscriben. Diesen Sinn, schönen Abend, große Nacht. Haut da rein. Tschüssi. Kleiner Zwischenschnitt. Die wollten nämlich gerade nach Hause fahren und da habe ich jetzt das hier entdeckt. Was auch immer du bist böse. Aber jetzt schwimmen wir da mal rein. Interessant. Was das wohl ist alles, aber scannen kann ich hier wirklich nichts. Und looten glaube ich auch nicht. Was? Schauen wir mal schnell. Ionenkristall. Okay, das kann ich nicht scannen. Ich habe einen Ionenkristall. Und ich brauche ganz dringend den Kompass. Dass ich auch mal verifizieren kann, wo was ist. Oh, da war was. Lebt hier keiner mehr? Hallo? Hm.
Das gilt es zu enträtseln, aber ich konnte mit dem Ionenkristall auf jeden Fall noch etwas machen. Der Lichtstab. Aha, eine Fackel. Das ist schön. Irgendwie taucht das immer wieder auf. Alien-Sicherungsbehälter, den können wir jetzt, glaube ich, bauen. Den können wir schon lang bauen. Flutlicht können wir auch bauen. Suchscheinweise Wasserfiltermaschine, ja. Fahrzeuge. Ja, das können wir auch schon alles. Technologie. Das können wir dicht machen. Die sind mir wurscht. Fortgeschrittenen Theorie. Pirscher Verhalten. Daten-Download. Alien-Daten. Außerirdische Strukturen. Alles klar. Ja, gut, wir müssen hier raus. Das Essen neigt sich dem Ende. Ein Ionenkristall haben wir, da wird es noch weiter nach oben gehen. Aber ich muss jetzt leider zurück. Essen wird knapp. So leid es mir tut, aber wir haben hier ein nettes Gebäude gefunden. Und mit dem Ionenkristall können wir auch noch jede Menge Shit machen. So, in diesem Sinn kommen wir jetzt zur Ablenkung.